Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Artbook. Heute schauen wir uns das Artbook von Last Labyrinth an. Last Labyrinth war ein oder ist ein VR-Spiel für die PS4. Ich habe mir die Collectors Edition geholt bei Strictly Limited, weil es eigentlich nur ein Digitaltitel war. Und da war natürlich auch ein Artbook dabei. Ihr findet das Spiel auf meinem Kanal. Ich habe natürlich durchgespielt in VR. Es war voller Rätsel und es hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht, war aber auch an manchen Stellen frustreich. Ich muss aber sagen, dass ich das eine Spiel, was ich immer oder ich sehr oft verloren habe, mir tatsächlich auch in physischer Form gekauft habe. Also dieses eine Spiel mit diesen Würfeln da, das habe ich da. So, wir haben jetzt hier erstmal schwarz. Es ist natürlich Hardcover, es ist relativ dick und wir haben hier drin sehr viele Interviews. Hier geht es erstmal darum, was alles drin ist. Natürlich Introduction erstmal, dann es gab eine Kickstarter-Kampagne, die Geschichte, wie man aus der Villa herauskommt und wie man fliehen kann, dann die Charaktere, dann einige Screenshots, Konzeptart, dann noch andere Grafiken. Die Stephanie Joosten, die hat den Soundtrack gemacht und ja, dann haben wir noch verschiedenste Interviews und die Mitarbeiter. Das ist der Stuhl, auf dem man sitzt, während man das Spiel spielt. So, hier haben wir mal die Introduction. Ja, hier haben wir einiges drin stehen, wie die Entwicklung fortgeschritten ist von Last Labyrinth. Das Interessante ist, beim Stuff sehen wir dann nochmal, wer da tatsächlich alles mitgemacht hat. Und es sind schon einige Spiele dabei, die man auch so tatsächlich kennt. Sehr dicke Seiten sind das immer. So, hier geht es nun zur Kickstarter-Kampagne. Ich habe die Kickstarter tatsächlich verpasst. Aber sie haben über 2 Millionen Yen eingesammelt, obwohl das Ziel gerade mal 2 Millionen war. Hier sind natürlich noch so verschiedene Stretch-Goals. Bin gespannt. Ich habe mal bei Kickstarter gebaked und ja, mal gucken, ob das Spiel irgendwann wirklich rauskommt, was ich da gebaked habe. Hier kommen wir nun zur Geschichte. Es geht natürlich darum, um herauszufinden, wo bin ich? Und wer ist das? Denn wo bin ich? Ihr macht Augen auf und ihr sitzt in einem Rollstuhl. Und dieses Mädchen, was ihr seht, wer ist sie? Und zusammen wollt ihr natürlich raus aus dieser... Hier mal. Ach, das ist die Kamera hier. Aus dieser Menschen. Hier soll man, hier wird dann erklärt, wie man schaut. Denn das Interessante war, dass man je nach Kopfbewegung immer... Man hat praktisch mit Kopfbewegung das Mädel dirigiert, was sie tun soll. Weil man kann ja selbst nicht aufstehen. Ihr seht, man ist hier komplett eingeschnallt im Stühlchen. Und hier haben wir die Charaktere. Hier haben wir einmal die Katja. Die hat auch Stephanie Joosten gesprochen, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube, sie hat auch den Soundtrack gemacht. Und dann haben wir hier noch das Phantom, das Mysteriöse. Nochmal einige Charaktere. Sie ist wirklich sehr süß. Sie erinnert mich ein bisschen an... andere Spiele. So, das war auch ein interessantes Rätsel. Also hier haben wir dann Konzeptart, wie das Ganze entstanden ist. Und hier haben wir die Katja. Die ersten Designs von ihr, wirklich sehr interessant, dass sie tatsächlich über solche Phasen gegangen ist, bis sie dann tatsächlich zu unserem jetzigen gegangen ist. Dann, wie am Anfang der Rollstuhl aussah, in dem man festgeschnallt ist. Hier haben wir noch das Design für das Phantom. Die Maske natürlich. So, hier haben wir nochmal die Katja. Sie sieht schon ein bisschen mehr. Ist hier was drauf? Nee. Dann haben wir hier die Cover. So sah es letztendlich aus. Plus mit grünen Haaren. Das fand ich sehr komisch, dass das eher groß ist. Genau, zum Poster. Und hier haben wir noch eine Szene. Das war auch ein interessantes Rätsel hier. Allgemein waren alle Rätsel sehr interessant. Aber manche waren echt... krass schwer. Das ist das Spiel. Das habe ich da. Ich habe es nicht ausgepackt, aber ich habe es mir aus England importieren, habe ich es mir aus England importiert, weil hier in Deutschland kriegst du das nicht, das Spiel. So, und hier haben wir die Stephanie Joosten. Sie ist ein dänisches Model,
Synchronsprecherin, Sängerin und Schauspielerin. Oh, und sie spricht Japanisch fließend. Fließend, also Japanisch spricht sie und Englisch neben ihrer Muttersprache Dänisch. Dutch ist Dänisch, oder? It's a huge honor to be a part of Last Labyrinth. Genau, das ist die gute. Und dann kommen wir hier zu den verschiedenen Mitarbeitern. Natürlich den Composer, der hat seine, ja, viele haben bei Square tatsächlich angefangen. Er hat begonnen bei Square. Dann haben wir hier noch den Hiromichi Takahashi. Der wurde bekannt durch die Doku Demo Issue. Das kenne ich jetzt persönlich nicht, aber hier unten kennen wir natürlich alle The Last Guardian. Ich habe es selbst nicht gespielt, aber ich habe es tatsächlich da. Tetsuya Watanabe. Dann sie hat bei Shadow of the Colossus mitgemacht. Die Entwicklungsleute und bei Ico sogar auch. Und hier unten haben wir jemanden, der ein bisschen aus der Reihe tanzt, die Michigo. Die hat einfach bei Gran Turismo mitgemacht. Und dann haben wir hier noch den Takuya Hanaoka. Diese Monster Ranger kennt man natürlich. Sound. Super Robot Wars kenne ich jetzt persönlich nicht. So, und hier kommen wir nämlich zu den Interviews. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die Interviews gern durchlesen, wenn ihr Pause drückt. Hier haben wir erstmal mit dem Produzenten. Und hier haben wir noch ein zweites Mal einen Produzenten. Geht es auch darum, ob sie bei Katja irgendwie was Spezielles gemacht haben, damit man besser versteht. Dann haben wir hier noch ein Interview. Also hier hinten sind ganz viele Interviews drin. Das war auch interessant, das Rätsel. Das sind echt viele Interviews. Remarks. Hier ging es nochmal um die Musik. Hier haben wir noch einen Booth. Und hier nochmal, wie sie entwickelt haben. Sieht ein bisschen aus wie voll das Chaos. Und hier haben wir nochmal, ja, ein Endbildchen. Nochmal zwei schwarze Seiten. Ja, das ist das Artbook von Last Labyrinth. Nach dem Spiel wusste ich allerdings, dass ich erstmal kein VR-Spiel mehr spielen möchte. Es ist nicht so schlimm gewesen, dass ich wirklich, dass mir schlecht geworden ist oder so, aber dadurch, dass man halt in dem Stuhl sitzt, das hat es ein bisschen erträglicher gemacht und dass das Spiel damit gearbeitet hat, dass also man ist an sich nicht gelaufen, man saß wirklich nur in dem Stuhl und hat dann seinen Kopf bewegt und sowas. Das war ganz cool gemacht. Schaut gern im Let's Play vorbei, wenn euch das interessiert. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag. Bleibt gesund. Morgen geht's weiter mit einem weiteren Lösungsbuch. Schaut da gern rein. Und vielen Dank an Robert Duck für die Kanalunterstützung. Auf Wiedersehen. Tschüss.